Hallo und willkommen zurück zum offenen Siege-Magazin. Ein Ding, was sehr viel Spaß macht und mit voller Power auch richtig viel Vergnügen auf weite Entfernung. Und heute mit ein paar Upgrades, wie man sehen kann, mit der Bullpup-Siege und ein paar andere Tipps, die man gleich mal sehen kann. Bis gleich. Mit ein paar Updates und ein paar Hinweisen, wie man sie noch besser nutzen kann. Und dazu wollen wir gleich mal schießen. Und zwar hat man ja bei der Siege mit Magazin, mit den langen Pfeilen und den langen Bolzen eben den Vorteil, dass man automatisch genug Gewicht hat und deswegen keine beschwerten Bolzen oder sowas braucht, die jetzt eben mehr kosten würden, sondern man spart das ganze Geld, indem man ganz normale 1,50 Euro Bolzen dafür nutzt. Und ein wichtiger Hinweis ist eben dabei, dass wenn jetzt die Bolzen die verschiedenen Federn haben sollten, und zwar kann das mal sein, dass man verschiedene Anbieter wählt, die Pfeile anbieten, dann können die Vanes, die Federn mal ein bisschen weiter vorne, mal ein bisschen weiter hinten sein. Damit gab es wohl schon Probleme bei anderen Magazinen und deswegen muss man da ein bisschen drauf achten, weil die Siege, egal wo die Federn sind, Leerschüsse schneller produziert, wenn der Pfeil nicht direkt an der Sehne ist. Wenn er nicht direkt anliegt, ganz einfach. Wenn also da ein Zentimeter weiter vorsteht, dann geht die Sehne schnell drüber hinaus, liegt an der Konstruktion von der Siege und da muss man eben ein bisschen drauf achten. Der Vorteil dann eben, wenn man ein offenes Magazin hat, kann man das sofort sehen. Beim Spannen vergleicht man nicht einfach nur in Fenster die untersten Pfeil, der gerade runtergekommen ist, mit den anderen, ob er gerade liegt. Das ist sehr praktisch, geht sehr schnell und man muss dann nicht praktisch beim Geschlossenen, muss man erstmal drunter gucken, na, liegt denn der genau richtig? Man spannt einfach, da man direkt vor dem Gesicht spannt, sieht man es hier. Besser kann man es gar nicht sehen als direkt vom Auge. Ne? Und dann sieht man das eben, dass da die Nocke direkt davor liegen muss. So, und wenn das nicht der Fall ist, kann man eben entweder reingreifen, den zurückschieben, klar, oder man bricht es ab und schießt natürlich dann eben nicht. So, da ist ein klarer Vorteil. Es gibt noch einen anderen Trick, wie man das nämlich beheben kann. Und den erfahren natürlich auch alle meine Kunden, ist ja klar. Werde ich online jetzt nicht bekannt geben, weil sonst kopiert das sofort die Konkurrenz und das wollen wir natürlich nicht, weil dafür sind die Pfeile ein bisschen billiger. Und deswegen kann man sich hier aber dann eben den Leerschuss ersparen, weil ein Leerschuss mit dieser Kraft, mit voller Kraft, zerreißt entweder die Arme oder zumindest aber die Sehne und beschädigt dann auch den Wurfarm in irgendeiner Weise. Das wollen wir natürlich nicht. Wie gesagt, dafür gibt es ein paar Tricks. Ja, und ansonsten hat man dann damit viel Spaß, wenn sie in Heile bleibt und sehr gut trifft. Und das tut sie vor allen Dingen. Und wenn man die jetzt mal vergleicht, wie schön das geht. Dann muss man auch gar nicht der billigste sein, sondern viel lieber der beste. So, und dazu gibt es natürlich was anderes. Einmal das natürlich das neue Magazin, das hatte ich schon mal vorgestellt, dass man das seitliche Scope nutzen kann mit HAA. Man kann es einstellen mit der Ernährungsverstellung. Das geht normalerweise bei dieser Kraft mit 300 Feet per Second bis 70 Meter. Jetzt hat man hier noch ein Absehen drin
Und zwar geht das auch nochmal bis 100 Meter. Das heißt, praktisch bis 170 Meter kann man das Ding hochdrehen und verstellen bei voller Kraft. Eine schöne Sache, will ich, wie gesagt, im Sommer dann mal machen, wenn man dann eben Zeit dafür hat. Ja, und was anderes noch ist, und zwar die Bügel hier vorne kann man so lassen. Man kann das eben ein bisschen verstärken, dass sie nicht, sich nicht bewegen können. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann es auch ganz normal festdrehen. Und es gibt ein anderes Konzept, was auch nicht schlecht ist. Und zwar kann man hier so feste Bügel machen, die gehen etwas leichter zu montieren. Sind da keine Stahlbügel, sondern eben aus PVC. Auch gedruckt, lasergesintert, mit allem drum und dran, dass sie was aushalten. Aber eben, man braucht es ja nur reinstecken und dann nur festziehen. Also nicht fest montieren wie mit diesem 13er Schlüssel, sondern man steckt sie nur rein, dreht sie fest. Ist ein bisschen leichter zu montieren. Ja, und dann gibt es noch eine Spielerei, die mir so einfiel, wenn man das, die relativ lange Segel ein bisschen kürzer haben will, vielleicht für Indoor. Wenn der Stock weg wäre oder verkürzt wäre, würde das vielleicht ein bisschen helfen. Und dazu habe ich mal eine Bullpup-Siege gebaut. Siege, jo. Und die sieht so aus. Ist ein bisschen G36-Style. Und ja, finde ich, hat auch was. Ist wie gesagt ein bisschen kürzer. Den könnte man auch ganz weglassen, aber einen kleinen Stock finde ich ganz gut. Ne? Und dann hat man das alles ein bisschen kürzer. Man kann viel näher rangehen. Man sieht auch richtig was durch Scope. Und ja, da ist auch nicht schlecht. Und hier sieht man jetzt mal die vorderen Bügel, die man dann eben dabei bekommen kann. Die sind dann fix. Werden einfach nur vorne dran geschraubt, draufgesteckt und nur fest montiert. Nicht fest angezogen, sondern einfach nur, dass sie fest drin sind. Kann man mit der Hand machen. So braucht man gar kein Werkzeug zu. Ja, und dann sind die automatisch fix. Das Magazin kommt hinten drauf, auch wieder wie bisher gehabt, fix drauf. Und dann geht das auch sehr gut. Diese Bullpup-Version natürlich ist ein bisschen... So, wo ist er? Da. Heftig, weil das hier oben, das habe ich jetzt einfach nur für mich mal gemacht, damit ich hier so eine Schiene habe, wo ich jetzt relativ hoch das Scope machen kann. Könnte auch ein Red Dot sein, ein richtiges Scope. Oder was auch immer, das wäre gar kein Problem. Ne? Was allerdings ist, es ist natürlich sehr aufwendig und es wackelt auch ziemlich. Ist also jetzt nur mal so für mich gemacht. Aber sieht cool aus, finde ich, hat was. Und schießen tut es genauso gut wie das andere. Nur wie gesagt, man sieht ja diese wackelige Optik. Das ist natürlich jetzt nichts, was man gescheit haben möchte. Aber es ist sehr kurz. Und zielt dann eben auch genauso gut da unten rein. Man sieht, wie gesagt, hier die ganze Pfeile, ob sie auch richtig liegen, nicht, dass man Leerschüsse produziert, was sehr wichtig ist. Ja, und das hilft ganz gut. Bei der ganzen Sache. Und dann kann man auch mit voller Power üben und muss dann nicht sagen, oh, die drehe ich ein bisschen runter, ne, damit ich mir die Wurfarme nicht zerreiße oder sowas, wenn die die Projektile, also die Pfeile, nicht schwer genug sind. Ja, das kann ich ganz normal machen hiermit. Da hat man gar kein Problem mit, weil die 18 Gramm, die langen Bolzen der Edda so nutzen, die kosten einmal nur 1,50 Euro pro Stück bei AliExpress. Gibt es auch bei Amazon, da kosten sie allerdings, glaube ich, 2,80 oder 3 Euro knapp. Geht immer noch, aber ist natürlich schon ein bisschen was Unterschiedliches. Und ja, aber da hat man dann genug von, weil wenn man sich da 50 Bolzen von holt und dafür 200 Euro für bezahlt oder eben nur 75. Das geht für die, die gerne ein bisschen was sparen wollen, ja dann doch ein bisschen was an und dann auch ganz schön ins Geld. Ja, deswegen, da spart man lieber nicht am Magazin, sondern man sagt eben, okay, ich hole mir dafür das Magazin, was funktioniert und habe dann eben auch die Pfeile dabei, wo ich dann keine Leerschüsse mitbekomme. Ja, und wie gesagt, das klappt sehr schön, sehr rund. Jeder Pfeil liegt dran, man kann es sofort sehen. Und hat dann eben damit auch keine Probleme. Ja, so sieht das Ding leer aus. Ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen Spielerei von mir. Das gibt es normalerweise nicht, aber finde ich, hat auch irgendwo was. Und es muss ja mal ein bisschen weitergehen mit was Neuem. Ja, das Zweibein hier kann man so ein bisschen eindrehen. Ist auch nicht schlecht. Man kann es auch weiter nach vorne stellen, wenn man möchte. Hat da alles Möglichkeiten mit. Was gibt es für 30 Euro, 35 Euro bei Amazon auch. Und ja, sieht damit ganz gut aus, steht auch nicht schlecht.
ja, das läuft eigentlich nicht schlecht. Wenn man sie beide mal vergleicht, von der Größe her, fällt auf, dass die schon ein bisschen mit dem normalen Schaft natürlich schon ein bisschen größer ist, aber so viel ist das auch nicht. Ja. Wenn man es mal so hat. Beide sind auf jeden Fall kopflastig und dieser hier, weil die Picatinny habe ich auch Stahl gemacht, ist natürlich noch einiges schwerer. Aber so die ganz normale ist ein bisschen leichter. Vor allen Dingen ist ganz praktisch, weil das Magazin ja jetzt nicht geschlossen ist, sondern nur durch eigentlich diese Teile besteht, ist es auch sehr viel leichter. Weil die Säge ist alleine schon schwer genug, finde ich. Und wenn man dann noch ein bisschen zu viel aufbaut, wird sie immer kopflastiger mit der Zeit. Das muss ja nicht sein. Optik muss zwar sein, die wiegt schon genug. Ja, und dann hat man damit auch schnell manövrierfähig, auch im Haus, wenn man sie ein bisschen so hält, gar kein Problem. Man kommt so durch alle Türen durch, man muss ja nicht so rum, man kann ja auch so rumgehen. Und dann ist das nicht viel anders wie ein Stinger. So, ich kann einen abhalten, kann trotzdem abziehen. Alles möglich. Ja, und wie gesagt, das kann man jetzt bestellen. Erneut, jawohl. Und wird auch weiter besser produziert mit den paar Verbesserungen, die auf jeden Fall sehr hilfreich sind. Und deswegen auch langes Leben garantieren und sehr viel Spaß machen. Da bedanke ich mich. Bestellen könnt ihr das unter andis.solutions@web.de. Und ich schreibe es auch nochmal unten in der Beschreibung nach. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Ding. Ja, und da wollte ich noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar das Magazin, wenn man es dann selber dann da drauf baut, das bekommt man ja, montiert man dann eben selber. Hat ja nur drei Schrauben, die man eben montieren muss. Kann man ein bisschen einstellen. Eine kleine Spielerei ist dabei. Und zwar kann man es gerade lassen, ganz normal. Man kann aber auch etwas Neigung einstellen. 1%, 2% oder 3%. Je nachdem, wenn man jetzt sehr weit schießen will, macht 3% vielleicht ganz gut Sinn. Ich habe das auf 3% eingestellt. Das heißt, mein Scope nutze ich erst ab 60 Meter und aufwärts. Ne? Weil ich habe ja alle drei Möglichkeiten. Ich habe einen Scope, das Red Dot geht dann wie gesagt bis 60 Meter. Und hier die Iron Sights sind zwar rudimentär, aber die wirken auch sehr gut bis 30 Meter. Und auf 10 Meter brauche ich praktisch gar keine Optik, das kann ich aus der Hüfte schießen. Ja, und deswegen habe ich den so für mich so eingestellt. Muss jeder anders sehen, wie er gerade Platz hat. Aber wenn ich 160 Meter mal irgendwo Platz bekomme oder wie im Sommer, wie ich das machen möchte, dann ist das natürlich eine super Sache. Weil, ja, dann kann ich einfach mit dem Fadenkreuz draufhalten und die restlichen 10, 20, 30, 50 Meter dazwischen, die stelle ich einfach mit meinem HHA Optimizer ein. Und ja, dann kann ich das wirklich praktisch nutzen. Mit Speedloader-Fähigkeit, ich ziehe einfach raus, tue meine 8 Pfeile rein und mache wieder zu und bin wieder im Rennen. Anstatt, dass ich da nur ja, entweder 8 Schuss habe und dann Feierabend ist, sondern ja, da kann ich auch voll mit loslegen. Und dass ich weiß, dass ich da taktisch mit unterwegs sein kann, macht mir persönlich schon sehr viel Spaß. Ja, und dann bedanke ich mich. Und ich würde sagen, ja, wenn ihr das bestellen wollt, wie gesagt, andisolutions@web.de und ja, da kriegt das dann eben auch Preis und alles, was er dann dazu braucht und eben andere Accessoires. Da bedanke ich mich und wünsche euch alles Gute. Tschüss!